Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Kampfmaschine spielt. Wir zocken heute Detroit Become Human weiter. Wir haben den ersten Abschnitt rasiert, direkt schon sehr dramatisch angefangen, wo wir eine Geiselnahme quasi übernehmen mussten und das Kind Gott sei Dank gerettet haben, aber der Android, in dem Fall den Connor, den ich gespielt habe, ist vom Dach geflogen mit dem Täter, auch ein Android, der einen kleinen Knall hatte, wahrscheinlich irgendeine Sicherung durchgebrannt oder sowas. Wir hatten eine Analyse gehabt von dem ersten Bereich, also es gab noch verschiedene Möglichkeiten, die man hätte nutzen können, wie auch immer, verschiedene Optionen. Also es hat mir echt unter den Fingernägeln gebrannt, die ganze Situation nochmal zu spielen, um ein anderes Szenario da zu haben. Aber wir haben uns jetzt für diesen Weg entschieden und hatten eine kleine Zwischensequenz, wo ein weiblicher Android vorgestellt worden ist. Ein etwas korpulenter Herr hat sich den dann gekauft. Ja, es gibt Android-Stores, ja, nicht wie wir die jetzt kennen, Google Play Store, sondern so richtig, wo man Androiden kaufen kann. Und dann gab es einen weiteren Schnitt. Jetzt sind wir mit ihm hier unterwegs und in einem Park und bin auch echt gespannt, wie es weitergeht. Okay, geh zum Malereibedarf Bellini. Halte R2 gedrückt um die Ziele. Ah, okay. Also das ist so eine Analysetaste hier. Okay, lesen. Ja, dann lesen wir das doch. Tech Addict. Du kannst entdeckte Artikel im Bereich Extras einsehen. Okay. Okay. Ach so, liest man das. Es gibt keine richtige Zeitung mehr. Geheimnisse von Androiden. Wie Cyberlife seine Androiden für das Leben mit dem Menschen gestaltet. Ah, okay. Androiden zu gestalten, die von Menschen akzeptiert werden, war eine große Herausforderung für Cyberlife. Jason Graff, Leiter der Humanisierungsabteilung bei Cyberlife, enthüllte in unserem letzten Interview einige seiner Designergeheimnisse. Okay. Zitat: Die ersten Androiden waren perfekt. Sie hatten perfekte Gesichter, eine perfekte Mimik und wir erkannten früh, dass sie etwas Verstörendes an sich hatten. Okay, ja. Das den Leuten ein unbehagliches Gefühl machte. Ja, ich denke mal, die Emotionen werden es wohl sein. Cyberlife hat seine Maschinen menschlicher gestaltet, um sie in unsere Häuser kommen und neue Familienmitglieder werden konnten. Was? Damit sie in unsere Häuser kommen und neue Familienmitglieder, okay. Obwohl die Leute ein verstörendes Gefühl dabei sich hatten. Ich denke mal, da hat wohl der Preis gestimmt. Klimawandel. Um die Umwelt, die amerikanische Gesellschaft, wie die Umwelt. Miami erhöht den Damm um weitere 10 Meter. Erdtemperatur seit 2000 um 3 Grad angestiegen. Ja, Freunde, mit dem Klima, das ist so eine Sache. Das wird hier immer alles schlimmer. Ich sag's euch, solange Maggi für seine Sojazusätze in den Suppen den Regenwald abholzt, weil's und dort quasi so, ja, große Felder anlegt dafür, weil das nämlich günstiger ist, solange hat die Welt noch nichts gelernt. Klimawandel und die Umwelt, die amerikanische Welt verändert. Okay, machen wir mal weiter. Okay, noch weiter Klima. Seite 1. Ich glaube, das war's dann. Okay, ich glaube, das ist so, ja, so ein Tablet mit verschiedenen Zeitungen drin. Okay, wir haben genug gelesen. Hohlbestellung 847. Okay. Können wir hier rüber? Nein. Können wir überhaupt rennen oder so? Nee. Okay, hier ist gesperrt. Aber wir sehen hier schon ein paar, ich denke mal, Androiden in Einsatz. Hier joggen, glaube ich, sogar einige. Hat hier was zu melden? Gar nichts. Okay. Das Spiel erinnert uns, dass wir keine Open World haben. Er chillt hier einfach. Der macht die Gartenarbeit. Wow. Was eine futuristische Welt irgendwie. So viel Leuchtreklame wie in Tokio.
Hier ist die Straßenbahn. Ah, es zeigt uns, wo wir lang müssen. Was ist denn das hier? Genau, diese Station haben wir schon mal gesehen. Was ist denn das? Android Temporary Park. Die werden da geparkt, die Androiden. Wie so Autos. Oh, das sieht gut aus. Okay, dann gib mir auch mal eins hier. Oder so eine Brezel. Okay, wir warten ganz brav. Hey, weg da! Du verscheuchst doch meine Kunden. Ja, vielleicht bin ich Kunde, du Volldepp. Hä? Okay, anscheinend sollen wir nichts essen. Okay, die ganze Welt braucht Androiden. Sie sollte den Menschen dienen. Doch sie wird zu unserem neuen Meister. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich bin wohl irgendein Hassprediger. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, ich bin nur ein Androide, der Detroit zerstören wird. Okay. Androiden. Der findet Androiden uncool, wir haben es verstanden. Die Menschheit spielt Gott und erschafft Leben. Doch was für ein Leben ist das? Ein Leben muss. Okay, gehen wir mal weiter. Shopping Mall. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Jo. James Carter. Kann man hier rein? Nein. Hier gibt es Bilder zu kaufen, okay. Ach, hier können wir rein. Verbinden. Identifikation bestätigt. Okay. Also geht man einkaufen in der Zukunft. Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Ja, wie soll ich das jetzt? Ah, okay, so wird bezahlt. Bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Anscheinend wurde die Bargeldzahlung abgeschafft. Nimm den Bus nach Hause, okay. Erinnert mich ein bisschen an die heutige Zeit, ehrlich gesagt, Freunde. So, man wird überall quasi schon genötigt, bargeldlos zu zahlen. Als ob die das auch irgendwie abschaffen wollen. Okay, wo ist denn der Bus? Müssen wir hier lang oder müssen wir da lang? Und hier in der Zukunft wurde es anscheinend schon abgeschafft, die Bargeld. Das Bargeld in dem Sinne. Obwohl ich mir das, wie gesagt, sehr schwierig vorstelle. Es war in den Medien, wird das hier oft gesagt, dass vermutlich, das kommt einem sofort, ob das Bargeld abgeschafft wird. Ja, Corona-bedingt, wie auch immer. Stelle mir allerdings trotzdem sehr schwierig vor im Endeffekt, weil im Einzelhandel ungefähr 60% der gesamten Zahlungsverkehr wird immerhin noch per Bargeld gemacht. Und so eine, ich sag mal, so eine 80-, 90-jährige Omi, die werden, denke ich mal, keine Kreditkarten oder ähnliches haben oder irgendwelche Online-Zahlungsmittel. Also ich bin ein Anhänger, man sollte nach wie vor bar zahlen. Ganz einfach. Okay, wo ist denn hier der Bus? Ach, da. Müssen wir jetzt auch in diese Parkstation rein? Okay, wir müssen hier lang mit der Ware. Es gibt übrigens in China schon Städte, die haben das Bargeld da abgeschafft. Müsst ihr euch mal vorstellen. Da gibt es auch über so Terminals wie hier, wo man dann irgendwie quasi per Fingerdruck oder sonst irgendwie bezahlt. Also ich finde das echt gruselig, diese Vorstellung.
Ah, okay, betreten. Android Compartment. Alle so einen toten Gesichtsausdruck, außer er hier. Cyberlife. Okay, die Androiden von heute fahren alle Bus mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Oh, hier haben wir eine Option übersehen. Weltweit Legende. Dann machen wir fortfahren. Also ich habe geguckt und ich muss sagen, die haben das ohne zu spoilern gezeigt. Die haben aber gesagt, dass es extrem viel unterschiedliche Handlungswege gibt und extrem viele Enden. Ah, jetzt spielen wir die Kara, Modell Kara. Ja, das ist auch typisch für die Stadt Detroit. Detroit ist die Stadt, wo eine extrem hohe Arbeitslosenquote herrscht. Viele Automobilhersteller waren dort, Chrysler und so weiter, meine ich. Und seitdem die zugemacht haben, hat diese Stadt extrem viel Leerstand, extrem hohe Arbeitslosenzahlen. Wie so üblich in Amerika halt, ne? Okay, erwartet. Ja, eins. Ah, okay. Folge Todd. Wir gehen mal. Ach nee, wir können. Also, die Wege sind ein bisschen begrenzt, aber ist okay. Kara kommt. Okay, ziemlich ranzige Bude. Was? Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Aber ich will sofort kündigen. Das ist Alice, kümmere dich um sie. Selber so ein Penner zu arbeiten. Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fang hier unten an, mach dann oben weiter. Ich glaube, Todd hat ein kleines Alkproblem. Auf dem Tisch waren diverse Flaschen. Halte er zwei gedrückt mit deinem Umgeben. Ja, okay, das kennen wir. Wie, war es so viel? Okay, wir räumen direkt auf. Brave Hausmädchen. Optional. Spüle das Geschirr, schalte den Staubsauger ein. Ziemlich ranzig seine Bude. Kann ich besorgen. Benutzen. Das ist ein Geschirrspüler, oder nicht? Ja, ja. Bring ich dir morgen. Ja, gleicher Ort, als du weißt wo. Gut. Okay, dann können wir nur ablegen. Und spülen per Hand. Okay, was jetzt? Ah, den Controller muss ich ein bisschen bewegen, auch nice. Fernseher. Okay, dann schrubben wir mal den Teller sauber. Da hat hier aber noch einiges zu tun bei dem Stapel. Living Android's Dream. Alice. Das kleine Mädchen. Da sagt man, Maschinen haben keine Emotionen. Okay, wir spülen weiter. Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Sofort! Oh Mann!
Okay, er kriegt sein Bier. Da haben wir es. Sieht aus wie ein Becks. Okay. Curve TV. Was glotzt du so? Was? Mach, dass du hier rauskommst. Mach, dass du hier rauskommst! Ja, entspann dich mal. Kleines Aggressionsproblem. Okay, das ist der Staubsauger der heutigen Zeit. Ich wette, er hat ein Problem damit. Hundertprozentig. Mülleimer. Okay. Nervendes Kind. Sammel Müll auf, ja. Putz die Küche, putz, alter Schwede. Ist ja volles Programm hier. Okay, wollen wir noch weiter Müll? Okay, wir sammeln Müll auf. Ja, ganz interessante Aufgabe. Total schwierige Quest. Was war das? Was stand hier? Bring den Müll raus, putz die Küche, putz den Kaffeetisch, Alter. Da können wir aber nicht raus. Okay, sammeln Müll mal weiter. Der Mann ernährt sich nur von Pizza und Bier anscheinend. Definitiv sehr, sehr ungesund. Ab und zu ist das mal ganz schön, ja. Aber so, wie der das hier macht. Okay. Haben wir noch mehr Müll zum Einsammeln? Oder können wir den Müll jetzt mal rausbringen? Bring Müll raus. Okay, die Frage ist, wo können wir den Müll rausbringen? Wahrscheinlich durch die Fronttür, nehme ich mal an. Dann. Was haben wir hier? Ja, irgendwelche Rechnungen wahrscheinlich. Invoice. Ah, hier haben wir auch noch Müll. Alter, das ist auch ein Dreckshaufen hier bei dem. Und die nächste Pizzapackung. Ja, der Müll ist auf jeden Fall zusammengestellt. Zwei Säcke direkt. Den bringen wir auch nochmal schön raus. Hat die jetzt einen Müllsack? Ah, nee, doch nicht. Wir bringen ihn raus, den Müll. Okay. Müll, check. Es ist aber auch eine grottige Gegend, also. Halt Detroit. Und Detroit sieht wirklich furchtbar aus, die Stadt. Also. Das kommt dem schon auf jeden Fall sehr nahe. Okay, und wieder rein in die Dreckshöhle. Verdammt, Mann! Überprüfe den Hinterhof. Warum versteckt die sich denn da jetzt vor ihnen? All Sports.
Punkte verbinden. Schnauft er da so? Uah. Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Ja, sehr freundlich. Gut, wir gehen nach oben. Ich denke mal, das wird da genauso aussehen. Ist aber auch ein großes Haus, muss man sagen. Ich denke, wenn man das wirklich tiptop putzt und so weiter, kann man da einiges draus machen. Ordnungkeit muss sein. Ein Ruinen-Quarterback. Der Preis des Lebens. Wie autonome Fahrzeuge über Leben und Tod entscheiden. Das ist ganz genau. Ich finde, solche Entscheidungen sollte man... ich meine, der Computer ist sehr gut, wenn es darum geht, unterstützend zu wirken. Aber den Computer gleich so komplett alles zu überlassen... finde ich wirklich grenzwertig. Okay, was haben wir denn jetzt noch hier? Nehme ich hier Tabletten auch noch? Antidepressive und enthält Thianetin. Verhaltensstörung möglich. Oh, eine Knarre hat er auch noch. Nice. Jetzt machen wir das Bett. Du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Oft vorteilhaft. Ja, jetzt wissen wir mehr über ihn. Oder wir beginnen langsam mehr zu wissen über ihn. Oh, das Kind rannte da gerade lang. Die Chipstüte ist auch noch offen. Die sollte auch mal jemand zumachen. Ja, wieder Alkohol. Ja, jetzt sieht es doch soweit hier wieder ganz ordentlich aus. Was haben wir denn hier? Lüfte das. Wir lüften das Zimmer mal. Na, wie machen wir das jetzt? Ah, den Controller nach oben bewegen. Schalten wir den Fernseher an. Okay, ein Zeichentrickfilm. Weitere 225.000 Jobs wurden im Oktober in der US-Wirtschaft abgebaut. Laut Arbeitsministerium stieg die Arbeit. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Einfach, dass wenn sowas möglich wäre, dann würden ja der Mensch würde wegfallen. Ein Android kann dann vermutlich 24 Stunden am Tag arbeiten oder muss nur einmal an die Powerbank. Ach, aufräumen. Hier ist noch was unordentlich. Die Rechnungen, die stapeln sich. Okay, was hat sie entdeckt? Wohl nichts Besonderes. Oder es soll uns nicht gezeigt werden. Ach, da vorne liegt auch noch was. Eine Gitarre. Okay, das Zimmer sieht, denke ich, clean aus. Hier haben wir nur noch mal eine Zeitung. Brauchen wir jetzt nicht lesen. Weg da! Ja, du mich auch mal, ey. Sehr freundlich, der Kerl. Jetzt müssen wir das Scheißhaus auch noch sauber machen. Das ging ja schnell wenigstens. Putzte das Badezimmer. Toilette geputzt. Hier ist überall Dreck. Überall was liegt was rum. Jawohl. Duschzeug. Ich glaube, das war's hier. Im kleinen Zimmer. Jetzt putzen wir auch den Boden, damit das alles ordentlich ist. Ah ja, jetzt müssen wir den...
Okay. Ich muss über das Vibrationspad hier mit dem Finger steuern. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist echt geil gemacht. So kleine Interaktion mit dem Controller. Nicht nur einfach Stick bewegen. Boden gewischt. So sieht das doch schon ordentlich aus. Okay, wir gucken uns mal an. Glücklich sieht die nicht aus, aber ist so ein Androide. Der wird das vermutlich nicht kennen. Okay, dann gehen wir mal ins nächste Zimmer. Da ist das kleine Mädchen. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Mach das Bett, lüfte das Zimmer. Nur 2 Minuten, ist das okay, Alice? Ein bisschen schreckhaftig, die Kleine. Erstmal lüften wir. Oh, richtig grottig. Könnte mal einen neuen Anstrich gebrauchen, das Haus. Okay, was haben wir freigeschaltet? Dann machen wir im Bett auch noch. Oh, wir haben wieder eine weitere Dialogoption freigeschaltet. Ist sogar eigentlich ganz nice, das Zimmer von der Kleinen. Schön groß. Da liegt noch was auf dem Boden. Alice im Wunderland. Alice im Wunderland. Natürlich. Das ist wahrscheinlich die Gemütslage des Kindes. Wir sprechen mal mit dem Kind. Sachlich, freundlich, diplomatisch. Wir machen mal freundlich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Wir haben uns für die Option ausgewählt. Wie kamst du darauf? Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Ja. Vertrauen gewinnen. Interessant. Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gerne hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Oh. Oh, die hat uns was gegeben. Ein Schlüssel. Okay. Das war erfolgreich mit ihr. Nein, den Arsch wollen wir eigentlich nicht fragen. Wir öffnen mal. Ah, das ist das, was sie mir gegeben hat, den Schlüssel. Und das ist... Das schließen wir auf jeden Fall mal auf und gucken, was da drin ist. Für ein neues Smartphone. Okay, ein paar Fotos. Wahrscheinlich von... Ihrem Vater oder die Mutter. Ein Kleeblatt. Wenn der das ist, hat er sie extremst verändert. Ach, süß. Aber was ist denn das für ein Bild? Ein weinendes Kind? Ja. Ja, so sieht der Kerl jetzt aus. Oh, das Kind mag das überhaupt nicht, dass er anscheinend mit der Kara immer am Schimpfen ist. Oh. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist wahrscheinlich davor passiert. Der hat die ja reparieren lassen und die schnallt das jetzt. Der hat den Arm abgerissen oder so. Wahrscheinlich... Akt der Gewalt einfach, totalen Ausraster gekriegt, der Kerl, völlig fertig. Da ist wohl anscheinend irgendeine verbale Diskussion eskaliert. Ja, ist das spannend, Freunde. Also, der Typ hat anscheinend Aggressionsprobleme, Alkoholprobleme. Okay, da gibt es wohl nichts zu sehen. Was machst du da?
Ich spiele. Du spielst? Ich weiß, okay, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Na? Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Oh, der hat echt ein Problem, der Kerl. Hätte nicht alles Mögliche versucht. Das Kind sagt überhaupt nichts, aber er macht sich solche Vorwürfe irgendwie und hat voll das Aggressionsproblem über dem Kind, obwohl das Kind ihm überhaupt nichts tut. Du hast mich. Du hast mich, oder? Also der ist echt schizophren. Du hast mich! Okay, gibt's irgendeinen. Ein Agro-Mod bei dem Androiden, der ist so bestimmt 10-mal stärker als ein Mensch. Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Ja, der ist auf jeden Fall nervlich fertig. Wirklich, also der gehört in Behandlung. Glaub mir. Hab dich ganz toll. Ja, liebe Freunde. Oh, was ein Szenario. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Teilen, liken, abonnieren nicht vergessen, würde mich echt drüber freuen. Haut's in die Comments, wie ihr das Spiel findet. Wie hat euch das Kapitel gefallen? Vor allem, was werden wir jetzt als nächstes tun? Ich bin echt gespannt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und vor allem menschlich. Und tschüss, bis dann.